Hallo, liebe Besucher unseres YouTube-Kanals. Ich begrüße Sie mal wieder in einer unzensierten Rede. Guido sei Dank ist jetzt auch der Name gefallen, den unsere weitere Plattform demnächst tragen soll. Es standen an Majestätsbeleidigung und auch Avatar unzensiert. Beides läuft unter dem Motto: Der eilige Geist von WikiLeaks lauert auf jedem Endgerät. Man könnte auch sagen Smartphone. Wie dieser Name zustande kam, das will ich gleich erklären. Aber Majestätsbeleidigung ist also jetzt out. Das würden vielleicht unsere jüngeren Zuhörer auch gar nicht verstehen. Majestäten kennen die schon kaum noch, schon mal gar nicht in Deutschland. Wie fing es an, dass dieser Name zustande kam? Ich wollte heute Morgen ein altes Video anschauen. Es ging um ein Märchen von Theo Koll, beziehungsweise in der Sendung von Theo Koll erzählt. Und das war auf einmal nicht mehr da. Es wurde vom UN-Kindergarten erzählt. Da ist unsere Außenministerin eine Rolle geschlüpft. Es geht um das Märchen Schneewittchen und er fragt den Spiegel an der Wand, wer ist der bessere Außenminister im Land? Und da wurde locker gespöttelt und am Ende gab es dann noch einen politisch vergifteten Apfel. Diese Sendung lief am 19. November 2009. Die lief auch über ein Jahr, aber jetzt ist sie auf einmal nicht mehr da. Das fällt mit der ungarischen Präsidentschaft zusammen. Zusammenhänge sind rein zufällig, aber vielleicht orientiert man sich jetzt in diesem Kontext an dem, was die Ungarn machen. Ich habe mir dann ein paar andere Dinge beim ZDF angeschaut, ein paar Hintergrundinformationen auch auf den Kanälen. Es gibt bei ZDF durchaus auch noch Quotenrenner, vor allen Dingen bei der älteren Generation. Da ist die attraktive Carmen Nebel zu nennen. Die ist also bei unserer älteren Generation hoch im Kurs. Thomas Gottschalk war das auch. Nur jetzt regen sich die Leute auf, dass er diese gefährliche Wette zugelassen hat. Und das ist natürlich die Schattenseite des Quotenkampfes. Bei YouTube gibt es ganz interessante Sachen oder gab es ganz interessante Sachen. Und da würde ich jetzt auch das ZDF ganz neu interpretieren, zensiert durch FDP, weil das Schneewittchen-Märchen der FDP bzw. unseres Außenministers, des FDP-Vorsitzenden, das ist plötzlich nicht mehr da. Das dachte ich, sowas passiert nur in Ungarn oder in Nordkorea, aber wohl doch auch hier beim ZDF. Sie können ja nachschauen. Sie sehen bei den anderen Videos, da gibt es noch Bilder, aber hier gibt es keine mehr. Und Ähnliches widerfuhr mir dann auch heute Morgen. Ich hatte da ein Video gesehen. Til Schweiger trat bei Markus Lanz in einer Talkshow auf. Und ganz überraschenderweise gab es dann was Emotionales, was die Menschen bewegte. Ich habe sie nicht angeschaut. Ich gucke ja das ZDF praktisch kaum noch. Aber bei YouTube habe ich sie gesehen und da habe ich es mir angeguckt. Heute Morgen wollte ich es mir nochmal anschauen und plötzlich war sie weg. Der Kanal war schwarz. Da sah ich dann daneben noch ein Zitat von Peter Frey. Ja, es geht um Freiheit. Wahrscheinlich um die Freiheit von den Triebtätern, aber nicht um die Freiheit, dass Til Schweiger da seine Meinung vertreten kann. Aber es gibt dann auch noch andere Kanäle, die sieht man dann zum Teil auch direkt auf dem ZDF-Kanal, da steht dann, es ist ein Fehler aufgetreten, dieser Beitrag steht leider nicht mehr zur Verfügung. Das mutet doch schon stark an Sudelede an, den Chefredakteur des Schwarzen Kanals. Den werden die Jüngeren eigentlich kaum noch kennen, aber jetzt haben sie ja wieder die Chance dazu. Den gab es bis zur Wende, also bis 1989 in der DDR. Und da wurde natürlich abgelästert über den bösen Westen und die Dekadenz, die hier herrschte. Und jetzt hat das ZDF natürlich wieder die Chance, den neu zu erstehen lassen. Da für die Nachrichtensendungen, möglicherweise also auch für die Dinge, die hier in diesem Zusammenhang passieren, ist der Peter Freier zuständig. Und da könnte man natürlich auch ZDF interpretieren, zensiert durch Frey, wenn es um Nachrichten geht. Da war der Vorgänger, der Nikolaus Brender, schon ein bisschen anders.
Was kann der Grund sein, dass das jetzt anders zugeht? Vielleicht hat man beim ZDF auf die Quoten geschaut. Frontal 2011, da analysiert man die Marktanteile. Und da ist es natürlich im Zusammenhang mit der FDP frappierend, dass die Marktanteile, die man hier noch hat, das sind so um die 5%, dass die genau in der Höhe der FDP-Wählerschaft sind. Und wenn die dann eben mit Liebesentzug drohen, dann wäre ja das ZDF bei 0%. Und da entspricht man natürlich gern dem Wunsch der FDP. Und man will ja noch ein paar Zuschauer behalten. Bisher dachte ich, dass der Kurt Beck der Vorsitzende des Verwaltungsrates wäre, der die Aufsichts- und Kontrollfunktion übernimmt. Aber jetzt habe ich eine andere Idee, was da passiert ist. Es ist ja das EU-Jahr der Ungarn oder das Halbjahr zumindest. Und da habe ich eine Schlagzeile gefunden: Ungarn übernimmt Aufsichts- und Kontrollfunktion. Orbán setzt auf Krisenerfahrung. Zudem verweist er darauf, dass Ungarn krisenerfahren sei. Sie hatten ja schon mal eine Zensur, auch vor 1989. Und deshalb ist die Ratspräsidentschaft genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Dieses berichte ich hier in der Folge von Frontal 21. Und das soll dann auch das Ende sein. Dieses Video ist die Einstimmung auf den neuen Kanal Avatar unzensiert. Und jeder, der berichten will und sich an die Gesetze hält, der kann auf unserem Kanal frei seine Meinung äußern. Der steht jedem zur Verfügung, auch ungekürzt. Es gibt im Internet viel Speicherplatz. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Vielen Dank.